Oh, das hier ist interessant. Alterswert ist ein emotionaler Wert mit dem Anspruch, auf die großen Massen zu wirken. Er zeige sich in den Spuren der vergangenen Zeit und repräsentiere damit das Grundgesetz des Werdens und Vergehens. Der Alterswert der Burgruine Landsee beschreibt die Sichtbarkeit ihrer natürlichen Alterung und die subjektiven Empfindungen der Betrachter. Gegenüber einem wiederhergestellten historischen Bauwerk repräsentiert hier die Burgruine den Alterswert eines historischen Bauwerkes sozusagen authentisch. Oh, der weitaus größte Teil der Burgruine liegt heute in einer Waldzone. Aus diesem Grunde ist sie mehr oder weniger von Pflanzen und Büschen überwachsen. Größere Pflanzen können dort, wo sie einmal in Spalten Wurzeln gefasst haben, durch den Sprengdruck der sich ausdehnenden Wurzeln das Gestein zerstören. Dem von Laubwerk umrankten Gemäuer mag vielleicht eine gewisse Romantik innewohnen. Dabei für das mittelalterliche Mauerwerk die biologische Erosion durch Bewuchs mit Algen, Moos oder Flechten eine schwere Gefährdung darstellt, muss die Denkmalpflege allen romantischen Begeisterungen zum Trotz den Sträuchern und Bäumen auf den Ruinen energisch zu Leibe rücken, wenn sie um die Erhaltung des noch bestehenden Mauerwerks bemüht ist. Es scheint so, als hättest du den historischen Wert entdeckt. Der historische Wert ordnet das Denkmal in eine historische Entwicklung ein, wodurch es eine bestimmte Epoche symbolisiert. Er ruht darin, dass das historische Bauwerk seinem Betrachter eine ganz bestimmte, gleichsam individuelle Stufe der Entwicklung eines Schaffensgebietes der Menschheit zeigt. Die Burgruine Landsee mit einer Ausdehnung von etwa 200 x 300 Metern zählt zu den größten und mächtigsten Wehranlagen Westungarns. Auch heute als Ruine vermag sie durchaus noch zu beeindrucken. Wer dieses Bauwerk als Zeuge der Geschichte bewerten und interpretieren will, hat die Aufgabe, seinen historischen Wert zu vergegenwärtigen. Ei, ei, ei. Viele Burgruinen haben immer wieder mit Vandalismus zu kämpfen. Verpackungsmaterialien, leere Bierdosen und Flaschen werden zurückgelassen. Buchstaben und Zeichen beschmieren das gesamte Mauerwerk. Graffitis verschandeln die historische Bausubstanz. Die Schwierigkeit bestand darin, dass sich das Wetter in manchen Fällen erst abkühlen muss, bevor man mit der Reinigung beginnen kann. Juhu! Die Wertschätzung eines Denkmals kann auf dem spezifischen Bild beruhen, das dieses Denkmal abgibt. In diesem Fall spricht man vom Schauwert. Er beruht auf der ästhetischen Rezeption des Denkmales und bezieht sich hauptsächlich auf dessen formale Qualitäten. Damit steht er in enger Beziehung zum Kunstwert, mit dem er die ästhetische Beurteilung des Denkmals teilt. In einem potenziellen Konflikt steht das Bild des Denkmals mit dessen materieller Substanz. Wird in der Entstehungszeit das Denkmalbild durch die Denkmalsubstanz gebildet, so können sich beide Aspekte des Denkmals im Laufe der Geschichte voneinander trennen. Während die materielle Substanz altert und sich verändert, kann das Bild als gedankliches Konstrukt unverändert bleiben. Oh, das ist auch schön! Der Zeugniswert kann ohne große Bedenken als der umfassendste, aber auch allgemeinste Denkmalwert im 20. und 21. Jahrhundert bezeichnet werden.
Er bleibt immer an die Originalsubstanz gebunden. Verändert oder zerstört man am Bau- und Kunstdenkmal die materiellen Spuren der Geschichte, so verliert es seinen Zeugniswert und damit den Denkmalcharakter. Das Sprechen vom historischen Zeugniswert stellt immer wieder die Frage danach, auf welche fremde, materiell repräsentierte menschliche Erfahrung die Burgruine Landsee eigentlich verweisen soll und welche Zeugen der Vergangenheit weiterhin angehört werden können. Das Baudenkmal ist, wie die Geschichte selbst, als überliefertes materielles Zeugnis für die Gegenwart nicht wiederholbar.